So, Kinders, Angry Bot ist back in space und bei mir, wie immer bei Stasis, Humbug. Hallo. Und ja, damit habe ich auch schon gesagt, was wir hier spielen. Wusstet ihr natürlich nicht vorher, weil aus dem Thumbnail und Titel des Videos geht das nicht hervor. Wir haben uns selbst operiert beim letzten Mal. Ja, das, sehr erfolgreich. Ja, ich wollte gerade sagen, da waren wir echt gut. Also, holla die Waldfee. Wir haben uns den Shit aus dem Rücken geschnitten. Was können wir jetzt tun? Nichts Sinnvolles wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir weiter, wa? Oh no, John, der ist noch ein bisschen angeschlagen von der OP, weil wir haben ja aufgehört, als wir fertig waren mit der OP, ne? Und er ist ausgerutscht. Auf dem ganzen... Ja, der kann auch nicht sprinten, der ist am Ende der Gute. Konntest du da noch irgendwas einsammeln, bevor du jetzt wieder wegrennst? Da war ja noch das Handsymbol bei dieser Sauerstoffflasche, oder was das war? Ja, das ist möglich. Vorsichtshalber, bevor wir langsam wieder weggehen. Aber normalerweise kann man ja alles immer nur einmal gebrauchen. Da passiert einfach gar nichts. Okay. Hätte ja sein können. Ja. Also, können wir recht sicher sagen, wir sind fertig hier. Fertig mit der Welt. Jetzt muss ich mal irgendwie komfortabler platzieren. Ah, schön die Füße hoch. Ah, alter Mann. Weiterlaufen. Achso, ich habe mir schön dabei zugesehen, wie die Audio-Wave-Welle sich bewegt. So spannend. Wundervoll. Nein, ich habe nur die Story kontrolliert, weil das bei dem Spiel manchmal abkackt. Alles nicht so einfach mit der Technik heute. Was ist denn hiermit? Da haben wir die ganze Scheiße ausgelesen, ne? Ja, mit der, da haben wir den Typen rausgeholt aus der Stasis-Welt, der dann gestorben ist. Aha. Geh mal nach unten links. Konnte man den Fahrstuhl jetzt benutzen? Der ist jetzt nicht mehr rot, ne? Der war noch nie rot, aber vorher konnte man einfach nur reingehen, oder? Nee, vorher hat der rot geleuchtet. Man konnte auch vorher schon reingehen, wir waren doch drin letztes Mal. Okay. Der ist jetzt einfach mal an. Schön. A biological quarantine has been initiated. Okay. Schön. Level 2. Kitchen knife and snowflake are off limits. Okay, das sind die Projekte, die... Level 3. Hydroponics is off limits. Ja. Wollen wir auch nicht wieder hin. Das ist ja die Romanze. Ja. Warum macht es solche Geräusche? Weil es kaputt geht? Ist das der Pilz? Sieht so aus, wa? Sieht aus wie Brokkoli oder so. Na. Perfekt. Where are you, John? Without the PDT, I can't track shit. So besser so Schlampe. What's left of hydroponics? The shaft's covered in growth. I'm not going anywhere. Listen, wait. Let me check the blueprints. Yes, hydroponics has a service elevator. Affirmative. Ja. Okay. Können wir rein. Kannst du können wir auch weiter. Das helle Licht in diesem Türeingang deutet auf ein weiteres Labor hin. Liegt eine Leiche? Leiche. Zivilist. Okay. Da will ich hingehen. Hier ist auch nochmal ein Labor. Ja, dann würde ich sagen, gegen den Uhrzeigersinn. Sinn, ja. Sinn singen. This is ridiculous. How did it grow this world in a few months? Aufgrund von. These plants can naturally develop this fast. Alter, John! Ist ein Genie. Oxygen is big business. Ja.
Da konntest du was aufnehmen oder war da wieder ein Computer? Oder nee, das Ding ist das. Ah. Zerstäuberbehälter. Okay. Was war das? Überwachung? Was stand da? Überwucherung, Überwucherung, das ist alles. Gut, schauen wir uns erstmal die Terminals an. Verdampfer. Der Verdampfer, das perfektionierte Modell MK5 des Trans-Status-Modifizierers der Kane Corporation. Brüll nicht so rum, ich will vorlesen. Durch die Nutzung einer einzigartigen Molekularisierungstechnologie verfügt der Verdampfer über die Fähigkeit, den Zustand einer anvisierten Substanz von gasförmig zu flüssig oder fest zu verändern, ohne dass die strukturelle Aufspaltung auftritt, die sonst bei Objekten auftritt, deren Zustand regelmäßig verändert wird. Bei Mark V handelt es sich um das neueste Modell. Er ist aber bisher aufgrund der Probleme, den Verdampfer mit den auf der Groom Lake vorhandenen Ressourcen zu betreiben, nicht in die Massenproduktion gegangen. Verzeihung. Aktuelle Experimente zeigten sich zufriedenstellender und das Gerät bestand den Kane-Sicherheits- und Security-Test ohne schädliche Effekte für den beobachteten Nutzer. Aufgrund der speziellen Technologie und der geringen Zahl existierender Verdampfer wurde das Gerät mit Stufe 4 bewertet. Während eines kürzlich am von der Hydrokultur produzierten Gelee Royal durchgeführten Experiments bemerkten Dr. Gray und andere Beobachter die erstaunliche Geschwindigkeit, mit der das Gelee in Gas umgewandelt wurde und so die Insektenpopulation beruhigte. Gesprungenes Glas, aha. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Ja. Flicken, anwerfen. Warum auch immer. Ja, warum auch immer. Wir müssen das auf jeden Fall tun. Den Tisch kannst du auswählen? Auch schon am Monitor. Tisch. Aha. Kleiner Arbeitstisch. Na dann. Dr. Sebastian Gray, 50 Shades of Gray ist das jetzt. Wollen wir das dann lesen? Ja. 2. Januar. Endlich, wir haben mehr Platz für den Lunessi-Harvey-Stamm, an dem ich so hart gearbeitet habe. An Tagen wie diesen zeigt die Menschheit wirklich, warum sie vor allen anderen aus dem Ozean gekrabbelt kam. Mein Bereich wurde vergrößert, ich habe mehr Mitarbeiter, das ist wahr, aber sie sind Drohnen und haben wenige andere Funktionen. Jetzt können wir das Forschungspotenzial von Project Kitchen Knife erweitern und schauen, was diese Pflanzen noch hergeben. Ja. Die Sauerstoffproduktionsrate weicht erheblich von dem ab, was die anfänglichen Schätzungen hätten vorhersagen können. Letztes Jahr wurde das zum am schlechtesten gehütete Geheimnis auf der Groom Lake und auf einmal hatte ich mehr Praktikanten, als ich sinnvoll hätte unterbringen können. Ihre einzige Aufgabe ist es, überall herumzustolpern und nervige Fragen zu stellen. Ich habe viel zu wenig Zeit, verdammt, um die zu beantworten. Wäre doch unsere Welten mehr wie die der Insekten. Ich habe zahlreiche Arbeitskräfte und Drohnen, aber niemand davon ist uneingeschränkt loyal. Bienen arbeiten und arbeiten. Ihr Glaube an ihre Königin ist unbeirrbar und hinterfragt nicht. Diese Art der Loyalität ist unbezahlbar. Meine Praktikanten haben bestimmt ihren Nutzen, schätze ich. Wir brauchen immer Freiwillige, die bereit sind, sich in die Nähe der Königin zu wagen. 16. Februar. Bin ich hier eigentlich nur von menschengewordener Unfähigkeit umgeben? Umgeben? Ja, das GE ist zu viel. Einer dieser verblödeten Praktikanten ist der Königin zu nahe gekommen. Sie hat ihm ihre Zuneigung gezeigt. Ganz amüsant das Ganze, nur nicht für ihn. Das bedeutet allerdings auch, dass ich noch eine Unfallnachbesprechung mit dem Vorstand über mich ergehen lassen muss. Dr. Mellon stellt mich zu gerne auf die Probe. Ich sehe ihn auf der Anhörungsbank sitzen und mich mit dieser hochmütigen Miene angrinsen, die er über die Jahre perfektioniert hat. Ich schätze, ich muss mich bei ihm für meine jetzige Position bedanken. Denn dank seiner Empfehlung hat mich der Vorstand überhaupt erst eingestellt. Trotzdem glaube ich, dass er wirklich Gefallen an diesen kleinen Machtspielchen gefunden hat. Er hat mich gern unter seiner Fuchtel. Das, mein lieber Doktor, ist allerdings nur eine vorübergehende Situation. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, werden die Schachspiele, die wir so oft austragen, nicht mehr unser einziges Schlachtfeld sein. Was das Projekt angeht, sind einige der Insekteneier nicht erwartungsgemäß geschlüpft. Ich habe den Verdacht, dass die Königin deshalb aggressiver war als gewöhnlich. Es gibt mehr als genug Drohnen, die Sammlung fortführen können. Ihre einzigartigen chemischen Eigenschaften wirken Wunder an den Pflanzen, auch wenn mir seit dem letzten Vorfall die Praktikanten ausgegangen sind, die bereit wären, in ihrer direkten Nähe zu arbeiten. Die Mitarbeiterin, die ich am meisten schätze, ist Akisa.
Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass sie mit dem legendären Dr. Ten Shao aus den Eugenikkriegen verwandt ist. Ich hatte überlegt, es ihr gegenüber anzusprechen, aber sie scheint sich merkwürdigerweise zu schämen, dass er zu ihren Vorfahren zählt. Ohne Männer wie ihn wäre unser Beruf nur eine leere Hülle dessen, was er heute ist. Andererseits wäre die Genforschung ohne ihn nicht mehrere Generationen zurückgeworfen worden, oder? Ach ja, das ethische Dilemma, dem wir Männer der Wissenschaft uns gegenübersehen. So, ich muss echt sagen, das Ausmaß oder der Umfang an Tipp- und Rechtschreibfehlern ist echt heftig. Also, das hätte ein einfaches Korrekturlesen schon behoben. Naja, okay. 16. Juni. Die Insekten sind unruhig. Sie tobten in ihren Apiarien und sind aggressiver als gewöhnlich. Meine persönliche Schlussfolgerung ist, dass die Anwesenheit dieser Marineschläger an Bord des Schiffes der Grund dafür ist. Überall sind bewaffnete Wachen. Was sind Apiarien? Ist das eine Abwandlung von Aquarien oder Terrarien, die mit einer besonderen Ausstattung? Ich habe keine Ahnung. Wärst du so freundlich, das kurz einmal parallel nachzuforschen? Vielen Dank. Wir wollen ja hier für Wissen sorgen. Ja. Neulich hat mich einer von denen angehalten und mich gefragt, warum ich in die Hydrokultur will. Nachdem ich ihm erklärt hatte, dass ich der Chef des verdammten Projekts bin, habe ich dafür gesorgt, dass er von seinem Posten und dann vom Schiff entfernt wurde. Das ist der blanke Wahnsinn. Wie soll ich mit diesen Schlägern hier überall Fortschritte erzielen? Okay. September 23. Ich kann mich erinnern, mich über die Praktikantenschwemme beschwert zu haben. Wären sie doch jetzt noch hier. Ivan und Theodor sind beide gestern aus ihren Zimmern verschwunden und ich musste mit der Security über ihren Verbleib sprechen. Das ist ein Bienenhaus. Aha. Ein Bienenhaus, alles klar. Haben wir wieder was gelernt. Hat nichts mit dem Aquarium zu tun. Da, für Insekten halt oder für Bienen speziell. Ja. Aber ist ja eben auch nicht aus Glas, sondern eben ein... eine kleine Hütte, wo die dann rein und rausfliegen können mit entsprechenden Behältern und so weiter. Kleinen Kammern. Gut, wieder was gelernt. Super. Apiarien, ja. Habe ich was Spannendes verpasst? Nein. Sie waren Akisas Assistenten und jetzt ist die Produktion des Gelee Royal der Königin exponentiell zurückgegangen. Das war ein herber Schlag, aber in unseren Pflanztöpfen ist eine ziemlich außergewöhnliche Anomalie aufgetreten. Eine bisher unbekannte Pilzart. Der Ursprung ist mir ein Rätsel. Das fungale Wachstum ist faszinierend. Ich dachte zunächst, dass es sich um eine ganz banale Schimmelart handelt, wie man sie im Garten findet, aber eine grundlegende Analyse von Akisa scheint eine neuronale Aktivität zu belegen. Was so viel heißt, wie dass es rudimentäre Zeichen von Intelligenz aufweist. Wir haben ja schon einige ungewöhnliche Spezies hier geschaffen, aber die Vorstellung eines quasi intelligenten Pilzes, der von allein wächst und sich entwickelt, ist atemberaubend und ehrlich gesagt beängstigend. Ich habe Akisa und die Überreste ihres Teams gebeten, den Pilz zu kultivieren. Aber Vorsicht, dahingehend walten zu lassen, wo er verbreitet wird. 24. Oktober. Einer von Dr. Mellons Assistenten hat mich gefragt, ob die Pilzsubstanz, die in den Tiefen des Schiffs entdeckt wurde, irgendetwas mit uns zu tun hat. Ich habe natürlich gelogen, aber das ist alarmierend. Zuerst sind unsere Experimente gediehen. Vielleicht haben wir in letzter Zeit mehr Mitarbeiter verloren, aber unsere Experimente waren überaus fruchtbar. Unter uns gesagt sind die Eigenschaften dieses Pilzes ebenso außergewöhnlich wie beängstigend. Er hat die bemerkenswerte Fähigkeit, die Kontrolle über das zentrale Nervensystem und den Hypothalamus eines lebenden Subjekts zu übernehmen, so wie bei dem Affen, den wir zu Testzwecken verwendet haben. Der Affe hat in den ersten Tagen, nachdem er dem Pilz ausgesetzt war, gequietscht und außer sich vor Wut um sich geschlagen, doch dann hat er seine Umgebung beobachtet, wurde still und auf unheimliche Weise intelligent. Es ist eindeutig aggressiv, aber welches Virus ist das nicht? 1. Dezember. Nein, nein, nein. Es ist offiziell. Wir haben die Kontrolle über das Deck verloren. Eden ist jetzt eindeutig in den Fängen der Monster. Es sind merkwürdige Dinge geschehen. Ich habe zugesehen, wie der Pilz die Kontrolle über das Deck übernommen hat, wie er die Besatzung besiedelt hat und zu meiner großen Schande habe ich ihnen beim Sterben zugesehen und ihre toten Körper untersucht. Niemand kommt an den Töpfen vorbei, weil die Insekten so aggressiv sind, dass sie selbst Solomon, als er in seinem Strahlungsanzug vorbeiging, das Ding vom Körper gerissen und ihn totgestochen haben. Es dauerte nur wenige Augenblicke. Ich lebe trotzdem in der Hoffnung, dass die Insekten sich an mich als ihren Schöpfer erinnern und mich vielleicht als einen der ihren sehen. Verrückter Typ. E-Mail-Post ein- und Ausgang. Von Dr. Tenshu an Dr. Gray, meine Familie. Dr. Gray, ich möchte weder unprofessionell noch unfreundlich erscheinen, aber ich möchte Sie bitten, mich hinsichtlich meiner Vorfahren nicht weiter unter Druck zu setzen. Wegen meines familiären Hintergrunds wurde mir beinahe der Zugang zum Medizinstudium verweigert und die Schikanen, die ich von meinen Kommilitonen wegen meines Großonkels erdulden musste, waren unerträglich.
Mir sind seine Taten absolut bewusst und ich habe zahllose Fotos und Dokumente gesehen, die die Konsequenzen seiner Arbeit belegen. Ich habe diese Position angenommen, um unsere Welt zum Besseren zu verändern, nicht um an die Leichen im Keller meiner Familie erinnert zu werden. Bisher habe ich unsere Arbeitsbeziehung als sehr positiv wahrgenommen, Dr. Gray, aber ich würde es vorziehen, wenn meine Familiengeschichte nicht weiter Thema unserer Gespräche wären. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Akisa. Und dann nochmal eine Nachricht von Away on Gray. The Way of Gray. Dr. Gray, ich habe unser Essen gestern sehr genossen. Es war sehr erfrischend, einen Mann auf diesem Schiff so offen sprechen zu hören. Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen und bin ebenfalls der Ansicht, dass es vielleicht an der Zeit war, dass der Vorstand ein bisschen wachgerüttelt wurde. Auch wenn es sich nur um eine Feststellung und nicht um einen Plan handelt, bin ich doch der Ansicht, dass die oberste Führungsschicht frisches Blut gebrauchen könnte. Sollten Sie sich entschließen, sich selbst dieser Herausforderung zu stellen, hätten Sie meine volle Unterstützung. Ihr makelloser wissenschaftlicher Stammbaum belegt Ihre Qualifikation aufs Deutlichste. Ach übrigens, wissen Sie, wo diese neue Fracht aufbewahrt wird? Es erscheint mir doch eine ziemliche Ressourcenverschwendung, wenn Sie uns nicht einmal sagen wollen, wo es ist. Grüße, Dr. Way. Aha. Ja. Mal wieder sehr nichtssagend. Ja. So. Another locked door. Wow, John. Du bist ein Genie, John. Gibt's das an der Leiche? Nein. Checken wir die anderen Labors. Jo. Oh, das scheint richtig zu sein. Okay. Ja. Nett. Wo sind wir überhaupt da unten? Sauerstoffsammeltank. Oxygen levels increasing. Okay. Der sammelt jetzt Sauerstoff. Nee, gerade haben wir ihn aufgedreht, der gibt den jetzt ab, ne? Ja? Ja, nehme ich mal an. Was steht denn da unten drunter? Ja, das stand da vorher auch. Aber als wir es aufgedreht haben, fing erst. Okay, ja. Was ist mit dem anderen? Keine Ahnung. Benutzen wir. Die Viecher, warte mal. Wir speichern an dieser Stelle besser. Warum? Weil wir gleich sterben werden? Ja. Ich bin mir relativ sicher, wenn man den Erzählungen in dem PDA da glauben darf. Ach, wenn man denen zu nahe kommt, oder was? Ja. Oh, den Mann. Das sah geil aus, auf jeden Fall. Nice, geiler Tod. Gut, dass du gespeichert hast. Ja. Ja. Obwohl. War ja nicht viel Gerede oder so. Richtig. Müsste vielleicht einfach den Sauerstoff lang genug laufen lassen. Guck mal, ob oder man anzünden oder so mit einem Feuerzeug. Ach so, oder stimmt. Was haben wir denn noch an Crap dabei? Ja, ja, da sind bestimmt auch Dinge, an die wir rankommen müssen. Irgendwie hin noch. Vielleicht das andere Labor. Ah. Hier vorne konntest du nichts mehr machen, aber du musst bauen und so. Das habe ich abgecheckt. Bist du dir sicher? Wow. Are you fucking kidding me? Die Königin? Some sort of insect. Keep your distance. It's tied up. Doesn't look like it can get loose. Tied up? How big is it? Super Antwort, John. Mhm. How big is it? Big. Ich bin John. Aha, fertiger Bernstein. Großer geschwollener Milchsack. Es ist schwer, die schiere Größe und die Form dieser Insektenkreatur zu erfassen. Euterartige Ausbeulungen sprießen aus dem knollenförmigen Unterleib, während die Beißzangen in der Luft herumstechen.
Ja. Lecker. Und die wird gerade gemolken oder was ist das für ein Gerät? Keine Ahnung. Milchverarbeitungsanlage, okay. Ja. Kannst du den Bernstein da unten abnehmen, Klaus? Nö, kann man nur angucken. Was haben wir eigentlich für Zeug? Haben wir überhaupt irgendein Zeug noch? Kabels. Und eine leere Knifte. Okay. Ah, jetzt haben wir Milch abgesaugt. Na lecker. Milch der Königin, immerhin. Vielleicht können wir damit die anderen Bienen beruhigen oder so und dann an denen vorbei. Ja, Ja. Okay. Ja, das steht wahrscheinlich auch nichts anderes, als wir schon vom Doktor erfahren haben. Die Frage ist, wenn wir da jetzt dran gehen, killt die uns oder? Käfigstangen. Aber da kann man doch irgendwas am Kopf noch anpassen. Ja, wir machen das jetzt einfach. Lass uns killen. Wir wollen ja schließlich jeden Tod einmal mitmachen. Ja, das ist doch kein Problem. Das war's doch wert. Das schmeckt die Milch echt viel besser. Richtig, eine Runde John in der Milch. Pasteurisierter John. So. Das Mikro müsste jetzt nah genug an dir sein. Ach, da hat er gespeichert. Ja. Because of the DNA-Strang da oben. It's tied up. Doesn't look like it can get loose. Tied up? How big is it? Können wir sie einfach eigentlich mehr vermelden? Oh, vielleicht geht die dabei auch drauf. Aber sieht schon ziemlich gut gefüllt aus, also ich glaube, da geht was. Warum dieser komische Smiley da auf dem... Keine Ahnung. Ja, gut. Heißt das, der Fahrstuhl ist nicht mehr benutzbar, oder was? Anscheinend nicht. Wir müssen wahrscheinlich da oben dann durch. Wenn du in das gehst, da in die Liane hoch oder so und dann nach oben gehen, wo die Leichen liegen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Milch nicht in diesen Zerstäuber oder so tun müssen, oder? Der dreht sich schnell. Ja. Ach so. Sehr, sehr gut. Den müssen wir aber erst reparieren. Ich weiß nicht, kann man irgendwie was, was wir haben, vielleicht mit dem Bernstein benutzen, was da drüben war? Ich kann es nicht working like that. Das auf dem Tisch tun, da irgendwie. Wir müssen die Kammer, glaube ich, echt erst reparieren, oder? Vaporizer chamber compromised. Chamber is not intact. Hilft nicht. Das ist so work. Ja, hier war nur der Quatsch. Was ist denn hier? Achso, Monitor, ja. Guck dich in den anderen Laboren nochmal genau um. Ja, das mit dem Bernstein ist ja prinzipiell keine schlechte Idee. Also. Ja, aber wenn man es mal anschauen muss. Ja. Guck mal, ob da noch irgendwas anderes.
Warte mal. Der Pistole draufhauen, das war letztes Mal auch und dann muss funktionieren. Veredeln. Veredeln wir den Kern. Things don't go well together. I think that would break. Ja, geh nochmal in das Labor. Warte mal. Nah, I think that would break. Ich möchte gerne mal wissen, wie weit wir da kommen, bevor wir angegriffen werden. Speicher vielleicht nochmal. Weil, ja, bei dem Geschütz war es ja auch so, dass wir zu einer Ecke hinkamen. Ja, stimmt. Abhängig davon, was man angeklickt hat, ne? Genau. Ich überlege auch gerade, ob man... I can't see it working like that. Kommst du zu der Leiche hin? Nein. Zu dem Sauerstoff? Das war ja das, was ich beim letzten Mal angeklickt habe. Also hier bei dem schnell drehenden Ventilator sind keine Viecher. Kannst du da hingehen zu dem Ventilator? Und da vielleicht irgendwas von den Dingen, die du in deinem Inventar hast? Maybe. No. I can try to make it fit, but it may break. Ich versuche es doch einmal. Was? Achso, nee, ich meine John. Und wenn du einfach da weiter geradeaus gehst, oh, also. Okay. Ja. Schon alles ausreichend erforscht. Ja, irgendwas müssen wir wohl noch übersehen haben. Da vorne war ja noch der eine Tisch an. Warte, was ist das? Eine Scheiße, ehrlich. Nein, eine Metallplakette. That's just crazy. Fick dich, John. Du musst da bestimmt noch irgendwas. No. Crazy. Klebstoff. It doesn't work like that. Hast du es mit dem Zerstäuber oder mit dem Glas benutzt? Weil an dem Behälter kann man ja zwei Sachen anklicken. Hm? Was? Wähl nochmal die Metallplakette an und dann. Maybe if it. No,
No, that won't work. Probieren wir mit der Metallplakette Bernstein. I don't know what I was thinking there. Ja. Maybe. No, that won't work. Was sollen wir denn damit? In den Ventilator? Maybe. Das ist so nervig, wenn... Ja, das ist einfach random. Das ist überhaupt kein Zusammenhang. I can try to make it fit, but it may break. That's just crazy. Although... No, crazy. Du Scheiße, John. Ja, was soll man dazu sagen? Logik nicht mal hilft. Also. Kannst du die auf den Tisch legen da oder so? Ich frag mich, warum der Tisch da auswählbar ist. It doesn't work like that. Und diese komischen anderen Behälter? Ja, probieren wir. It doesn't work like that. These don't go well together. Tisch bei Ihnen. I can try to make it fit, but it may break. I can't see it working like that. I think that'll just break it. I think that would break. I can try to make it fit, but it may break. Kannst du das zweite Ding? I think that'll just break it. Auch neben das andere auf den Tisch. Wahrscheinlich haben wir gleich noch eins da. Ja. Oh, löst die gleiche Animation einfach aus. Jetzt. No. Crazy. Okay. Gucken wir hier nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Kletter doch einfach. John. It doesn't work like that. Leute, das ist wirklich wieder Brute Force aller übelster Sorte, einfach weil das Spiel einem keinen Hinweis und nichts gibt. Damit haben wir schon alles probiert, ne? No, that's ridiculous. No, crazy. Kann man da... These don't go well together. Das... Wo geht der Typ hin? Der will doch wieder sterben. Was? Das ist wieder zurück. Nee, da war irgendwas mit moosbedeckte Metallwand. Fick dich. Nee, jetzt bist du wieder zurückgegangen. I don't think that'll work. I don't think this'll fit. Ich glaube, das ist auch. So, was haben wir denn hier? Das war. Das ist wie so ein Gang, ne? Ja, ich denke, das ist gespiegelt wie auf der anderen Seite, bis oben. Weißt du? Ja. Feuer fliegen, okay.
sicher, wenn wir irgendwas zum Anzünden hätten, dann... So, was haben wir denn hier noch nicht probiert? These don't go well together. Wir waren noch nicht in irgendwas mit der Königin probiert. Wir können ja das Metallschild als Schutzschild benutzen. I can try to make it fit, but it may break. Oder auch nicht. This isn't gonna work. Kannst du weit außen rumgehen um die Alter? Wohin? I don't think that'll work. I think that would break. Hausi. Maybe. Yeah, no. I don't know what I was thinking there. Maybe. Yeah, no. Was zum Kuckuck sollen wir mit dieser verschissenen Plakette machen? Crazy. So. Ich hab keine Ahnung. Haben wir irgendwas in den Berichten überlesen? Probably not a good idea. I think that would break. Das haben wir gelesen, aber wo, warte mal, die alte war doch noch irgendwo, ne? In dem Raum oben durch. Wie, da kommen wir doch gar nicht hin in den Raum, oder? Wo war das denn? Wie ich blöd hab, haben wir die nicht? Ach, Terminal, hier bei der Ollen. Hier. Ach, da konnten wir noch. Ja. Hier. Also, auf geht's. Oh, gepriesen sei Gott der Allmächtige, ich könnte nicht glücklicher sein. Dr. Ray hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich sei die Einzige, die über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, um die Kontrolle über die Zucht zu übernehmen. Er hat mich direkt befördert und sagt, ich wäre jetzt persönlich verantwortlich für die Königin. Das Gelee Royal, das sie produziert, hat sich als unglaublich nützlich erwiesen. Durch meine eigene Analyse habe ich entdeckt, dass das Gelee nicht nur ein unverzichtbarer Nährstoff für die Insektenpopulation ist, sondern auch über andere erstaunliche physische Eigenschaften verfügt. Es beschleunigt die Verbindung einiger Stoffe auf molekularer Ebene, wirkt als Verdickungsmittel für viele natürliche Substanzen und regeneriert darüber hinaus ihre natürlichen Eigenschaften. Mit etwas Entwicklung kann ich mir gut vorstellen, dass wir damit einen echten medizinischen Durchbruch erreichen können. Ich sehe schon vor mir, wie die Ärzte in Krankenhäusern auf der Erde unser Bindemittel dafür benutzen, Wunden sofort zu heilen. Vielleicht wird der Name Tenshu dann in der Medizingeschichte gepriesen und nicht geschmäht. Das könnte man dann die Milch oder dieses Gelee-Zeug irgendwie benutzen, um den Tank abzudichten? Ja, vielleicht hätten wir das erst lesen müssen und jetzt erst funktioniert's oder so. Die Königin ist ein temperamentvolles kleines Ding, die Dame hat eindeutig Feuer im Arsch, aber Fräulein Königin, du scheinst zu vergessen, ich bin in einer Familie mit nicht nur einem feuerspeienden Drachen aufgewachsen. Wenn ich mit meiner Mutter klarkomme, bist du eindeutig keine Herausforderung. Ha!
Wobei, wenn sie gemolken wird, ist sie relativ ruhig. Ich kann wirklich sagen, dass sie ziemlich an mir hängt. Ich bin ganz sicher, dass sie mich angeschnurrt hat. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich weiß ja, sie ist ein Insekt und so, aber es klang wirklich zustimmend. Meine Eltern hatten Bienenstöcke, von daher war ich nicht zimperlich, was Insekten betrifft. Und ich kann zwischen Aggression und Wohlgefallen unterscheiden. Ich bin immer noch die Einzige, die sich ernähren kann, ohne gebissen zu werden. Und ihre Bisse hinterlassen üble Spuren, echt wahr. Hodgins meinte, er würde über die Nebenwirkungen berichten, wenn er nicht mehr krankgeschrieben ist. Eine andere Neuigkeit ist, dass Dr. Myrick, einer von Dr. Grays Untergebenen, Proben des Gelees für Experimente mit seinen Baumharzen angefordert hat. Er meint, es kann eventuell Verwendung als Industriekleber finden. Das weicht zwar um einiges von meiner eigentlichen Absicht ab, aber es ist immerhin ein Anfang. Ich versuche so sehr optimistisch zu sein, der Mensch mit dem unterschiedlichen Enthusiasmus, aber was, wenn man Gerüchte hört, die einem zutiefst zuwider sind? Ich habe versucht, das abzuschütteln, aber in letzter Zeit wird es immer schwieriger, es zu leugnen. Ich habe Geräusche aus dem Aufzugsschächten gehört, das Geräusch eines heulenden Kleinkinds, das von Schmerzen schreit und dann plötzlich zum Schweigen gebracht wird. Es ist kein Gerücht. Manchmal liege ich nachts wach und könnte schwören, ich höre Kinder weinen. Ich träume doch nicht. Ich bin zu Egracia gegangen, um über meine Ängste zu sprechen. Er hat mir was zum Schlafen verschrieben. Aber etwas in seinen Augen hat mir verraten, dass er weiß, dass ich wirklich etwas höre. Und was noch schlimmer ist, dass er es auch hört. Mehr Gerüchte, Dr. Mellon benutzt Kinder für seine Forschung. Das muss ich ignorieren. Wenn das wahr wäre, würde er von Kane doch sofort gefeuert werden. Ganz sicher. Selbst Dr. Gray scheint dieses Thema nicht diskutieren zu wollen. Und er ist der Mann, der selig geschlummert hat, als die Königin Isaac die linke Wange aus dem Gesicht gerissen hat. Geht, Doktor, mal wieder das Personal aus. Ich muss mal wieder mehrere Projekte managen, nur dass er sich diesmal um die Untersuchung von akut destruktiven Sporen, die einige der Pflanztöpfe infiziert haben. Erste Beobachtung, es handelt sich um einen parasitären Pilz, der schneller wächst als gewöhnliches Unkraut. Und meiner Ansicht nach sollte er wie ein gewöhnliches Unkraut vernichtet werden. Aber ich weiß, dass Dr. Gray das nicht tun wird. Wie viele der alten Doktoren sieht er in jeder neuen Spezies etwas, das es auszubeuten oder als Waffe zu verwenden gilt. Irgendwas regt sich an der Dunkelheit. Ich weiß nicht, was es ist und ich habe zu viel Angst, um es herauszufinden. Als Ivan und Theo vor einem Monat verschwanden haben, sie wären irgendwie desertiert. Zumindest war das die Meinung, die Dr. Mellon und der Vorstand offiziell vertreten haben. Aber die Geschehnisse gestern Abend haben bewiesen, dass etwas hier bei uns an Bord ist. Gott allein weiß, wo es herkommt. Die Königin war sehr viel wilder, als ich sie bisher erlebt habe. Um sie zu melken, war eindeutig eine größere Herausforderung, als ich es kenne. Edmund hat assistiert. Wir waren unterbesetzt und einige von den Freiwilligen weigern sich schlichtweg zur Arbeit zu kommen. Die Umgebung der Königin ist erheblich gestört worden, daher sind ihre aggressiven Tendenzen sehr ausgeprägt. Edmund wollte gerade die Hydrokultur verlassen, als es passiert ist. Etwas, ein Ding, zerrte ihn in einen der Luftschächte. Ich habe nicht viel erkennen können. Ich sah nur, wie er auf die Dekontaminierungskammer zuging und plötzlich zappelten seine Beine in der Luft. Was immer es war, riss ihn hoch in die Decke und er schrie wie ein angestochenes Schwein oder abgestochenes Schwein. Morgen kündige ich, bla bla. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr so wichtig. Ja. Melk die Alte einfach noch ein paar Mal. Kannst du während des Melkvorgangs? Nein. Wir müssen auch nichts mit der machen. Das ist, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir hätten den Text lesen müssen. Ja, oder und dadurch diese Funktion der Milch erst aktiviert wird. Das Ding vielleicht nochmal mit dem Harz verwenden oder so. Also die Milch mit dem Harz meinst du? Ja. Wegen dem. Na, crazy. Kleber. John meint, es wäre crazy. Ja. Ja. Und das jetzt auf die Glas-Dings. Ja, das haben wir vorhin ja auch schon. Na, crazy. Gibt's das Wasser, bitte? Auf diese Platte, die Metallplatte. Das haben wir auch schon. I don't think that'll work. Ja, ich weiß. Hm. Vielleicht muss das erst auf den Tisch. Maybe if it. No. No, that won't work. This isn't gonna work. Genau, das wird nicht funktionieren. Eine Metallplatte auf den Tisch zu legen. Crazy. That's just crazy. Although, no, crazy. Okay. Nun. Ich weiß es nicht. Geh nochmal zu dieser Königin. I don't know what I was thinking there.
Ich weiß nicht, was die Königin bringen soll, aber wir können ja den Melkvorgang einfach mal starten. Wenn sie sich freut in der Zeit, dann killt sie uns trotzdem. Oder das ist wieder so eine Sache, die wir dreimal machen müssen oder so. Aber wir haben die davon mehr als dreimal gemolken. Ja. Scheiße, das kann's sein. Okay. I can try to make it fit, but it may break. Hast du schon mit dem Baum benutzt? Maybe. No. This isn't gonna work. Probably not a good idea. I don't know what I was thinking there. Das ist einfach. Das ist einfach ganz grober Unfug. Yeah. Ich lese jetzt doch nochmal die letzte Message. Was war da oben? Nicht kaufen. Ne, hier wollen wir. Das hat mir. Hätte ich doch wirklich gekündigt, als ich es vorhatte, und hätten sie doch nur meine Forderungen nicht ignoriert, diesen teuflischen Pilz zu zerstören. Das Zeug wächst jetzt auf mir, auf meiner Haut. Es gräbt sich in mein Fleisch. Die Insekten haben heute wieder angegriffen. Es scheint immer schlimmer zu werden. Ein Schwarm hat Dr. Gray umgebracht. Und jetzt ist er nur noch Dünger für diesen gefräßigen Schimmel, der ihn so interessiert hat. Die, die nicht infiziert sind, starten einen Fluchtversuch. Da gehöre ich nicht dazu. Die Notfackeln halten die Insekten fern. Also habe ich ihnen gesagt, sie sollen mir die Fackel geben, damit ich die Viecher aufhalten kann und sie entkommen können. Ich hoffe, sie fliehen bald. Dieser Pilz macht mich ganz komisch im Kopf. Ich bin sicher, dass ich fühlen kann, wie es sich durch meinen Gehörgang frisst. Ja gut, dass die durch Fackeln ferngehalten werden, das haben wir irgendwie durch Feuer. Das ja. Haben wir ja schon rausgefunden. Solange das Ding aktiv ist, kann man vielleicht an das Vieh rantreten dann. Können Sie Edimilia in den Kopf werfen? Ja. Was macht der da? Was macht er? Er reißt ihr den. Hä? That was too close. Ach, das Spiel ist doch scheiße, ehrlich. Was war denn jetzt anders? Also, ja, da, solange der rote Smiley aktiv ist, dann konnte ich eben dran. Greifer der Königin, ja. This isn't gonna work. Egal, probier jetzt den Greifer wieder mit allem möglichen Scheiße aus. Mit dem. Mit einer Metallplatte. Nein. Plakette. Können wir nicht. Ja, gut, du weißt nicht, was für Eigenschaften der Greifer dieses komischen mutanten Bienen-Dings. Fuck you, Maker of Stasis. Wer hat das eigentlich zu verantworten, dieses Spiel? 10 Euro. Kannst du bitte einmal kurz die Namen nachgucken, damit ich die persönlich beleidigen kann? Das wäre sehr freundlich von dir. Ich will jetzt. Nein, jetzt ich will hier. Jetzt Baumsaft. Er ist an die Plakette vermutlich. Ist doch logisch. Also wirklich. Ja, das ist sogar logisch. Fuck you, Spiel. Ja,
Zerstäubt die Milch. Und jetzt? Pheromone der Königin. John, schmiere dich ein mit den Pheromonen. Ich glaube, die müssen wir gleich in das Sauerstoffdings tun, aber... I can't see it working like that. Okay. Und dann womöglich uns von Insekten begatten lassen. Sauerstoffdings halt. No. Ah, die fliegen jetzt alle in den Ventilator und sterben. Weil der so extrem schnell und kleinteilig ist, zersäbelt er Insekten. Sehr, sehr gut Spiel. You are awesome not. Oxygen levels increasing to dangerous levels. Ist doch schön. Ja. Es ist auch nie so eindeutig, ne? Da kniet er sich dann manchmal hin und... Da geht's auf jeden Fall weiter. Ja, erstmal mehr Sauerstoff für alle. Oder vielleicht vorher speichern. Ach so, ja, wir können das nicht mehr. Natural. Ja. Schön. Versammelbecken, Pflanzen. Ja, John. Endlich mal ein bisschen Action. Ist da noch eine daneben? Nee, da links dann eine kleine rote. Okay. Das, da oben sind noch Leichen. Wir können noch nicht weiter, oder? Wir müssen vermutlich gleich ganz schnell in dieses Wasserbecken. Ja. Achso, da geht's auch weiter. Oh Gott. Was ist das? Sie ist mit verkrusteten Pilzgewächsen und Jahren übersät. Ein menschliches Nervensystem für die schlängelnden Gewächse rundherum. Anscheinend lebt sie noch. Okay. Nice. Ja, dann halt nicht. PDA. Wir lassen sie erstmal. Ja, lass sie doch mal gammeln, da. Komm schon, Eleanor. Setzt der sie jetzt an? Achso. Oh, komm. Ja, nett, Alien 4. John, bist du scheiße oder was? Hilf der armen Frau. Veredel sie. Bring sie um, du Arschloch. Mieses egoistisches Arschloch, nur weil du zu schwach bist. Da ist doch sowieso nichts mehr. Fuck you. I'm gonna help you. I'm gonna help you end this. But you need to help me first. I need you to leave. I need you to crack this flare.
The oxygen will ignite. Then you will die. Burn in hell. Oh, das ist so geil. Extreme external temperatures detected. Plug suit has regulated body temperature to benchmark level. The fire systems just went haywire over here, John. What did you do? I cleared the vines. John hat ein kleines Feuer gelegt. Something like that. Fire in Oxygen Gardens 1, 3, 5, 6, 9. Fire in Oxygen Gardens 2, 7, 8. Fire suppression system activated. Warning. Fire suppression system compromised. Warning. Shit! Oxygen production has been compromised. Are the vines still intact? Klar. Oh. Oh. God, please don't say burn them out. Er war's nicht. Just the one on this level. It's caused a chain reaction, John. They're all going up. We have a time limit now. Hours at most. You get my daughter right now. Gardening. Das ist das Finale oder was macht die Musik? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir auf einmal den Park, den wir hier benutzen. Ja, jetzt haben wir ja die Pflanzen, die den Festhalten abgefallen. Mhm. You are alone, John. Ja, John, du bist komplett unschuldig. Gut, ja. Reicht, ne? Reicht. Wir haben großes Feuer gelegt. Wir haben das Geheimnis der Königin gelüftet. Oder vielmehr den Spam. Und ja. Falls ihr Stasis spielt, wünsche ich euch jetzt nicht viel Spaß. Für alle anderen viel Spaß und bis zum nächsten Mal, Genas. Genau.